Habt ihr das gehört? Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, King of the Streets hat einen neuen Kampf hochgeladen. Tunnelfights heißt das Ganze. Da kämpft Cyrus gegen Hunter. Soll ein interessanter Fight sein. Alle haben sich gewünscht, dass ich darauf reagiere. Deswegen schauen wir da gleich mal rein. Aber an allererster Stelle kommt erstmal 5 Sekunden Werbung. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Der Cyrus übrigens, kurze Info an euch. Ich habe gestern ganz, ganz kurz reingeschaut, um zu sehen, ob es der tatsächlich ist. Ich habe nichts vom Kampf gesehen, aber ich weiß, der Typ hier war der letzte Gegner von Tom. Tom aus Dortmund, den haben wir schon ein paar Mal jetzt hier gesehen. Der war auch kurz bei mir im Interview, im Livestream. Also demnächst wird auch der Kampf kommen, wo er gegen Tom kämpft. Das ist auch ein richtig wilder Fight gewesen. Ich bin heiß auf diesen Kampf, damit ich euch den euch endlich zeigen kann. Also, wir haben jetzt hier auf jeden Fall, auf der linken Seite haben wir einen Streetfighter namens Cyrus. Er ist aus Afghanistan, wiegt 66 Kilogramm, ist 1,70 Meter groß. Auf der rechten Seite haben wir The Family OI Hooligan. Absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll. Hunter ist sein Name, aus Kolumbien. 70 Kilogramm ist er schwer, 1,80 Meter ist er groß. So, das war eine alte Veranstaltung von King of the Streets, wenn ich mich nicht täusche, wo die halt tatsächlich noch in so einem Tunnel gekämpft haben. In irgendeiner Unterführung. Bin mal gespannt, ja? Oh, die erste Aktion jetzt hier von Cyrus bringt Hunter schon direkt zu Boden. Hunter versucht sich jetzt hier auf dem Boden ein bisschen zu verteidigen, mit den Beinen die Distanz zum Gegner zu schaffen. Ich weiß nicht, wie die Regeln in diesem Fight sind, ob Submissions und alles erlaubt sind, aber ich glaube, das ist so wie bei allen anderen King of the Streets Kämpfen eigentlich, dass Submissions nicht erlaubt sind meistens. Jetzt hat man hier natürlich noch den zusätzlichen Aspekt der harten Wände, die auch nochmal, gut Schaden anrichten können, ne? Übrigens, ich weiß, Freunde, da werden jetzt wieder ein bisschen Leute kommen und fragen, warum zeigst du immer wieder King of the Streets, obwohl du das kritisierst. Also ich habe schon immer gesagt und ich sage es auch immer weiterhin, ich habe so eine geteilte Meinung zu King of the Streets, so ein bisschen so eine Hassliebe-Sache. Einerseits muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen, ich feiere die Kämpfe. Ich feiere die harten Jungs, die sich da bereit sind, bei jeder Situation dazu miteinander zu kämpfen, egal wie die Umstände sind. Andererseits bin ich halt trotzdem noch ein Kampfsportler und ich mag es halt, wenn die Fighter ein bisschen geschützt sind, deswegen mag ich diesen Aspekt mit dem Boden und sowas nicht, ne? Jedenfalls, Cyrus hat jetzt hier, also ich weiß nicht, ob er jetzt versucht, ihn auszuchoken, hat aber auf jeden Fall den Kopf von Hunter hier gerade und drückt da ordentlich die Luft zu. Ich weiß nicht, ob die da jetzt abgemacht haben, dass Submissions erlaubt sind, weil das dürfen die ja, ne? Die dürfen quasi vor dem Kampf ein bisschen über die Regeln reden und sagen so, ja, pass auf, in unserem Kampf sind Submissions beispielsweise erlaubt, ja? Cyrus lässt hier überhaupt nicht locker, Hunter hängt da immer noch drin, ich weiß nicht, wie tief das angesetzt ist, ob er ihn gerade wirklich auschoked oder nicht, aber er regt sich jetzt nicht mehr allzu viel, versucht hier noch ein bisschen die Beine zu bewegen. Also er ist noch dabei, er ist tatsächlich, ja okay, ich habe kurz die Sorge gehabt, dass er vielleicht schon bewusstlos ist und der andere weiterdrückt und die das nicht kapieren, aber ihm ging es tatsächlich gut und der Kampf wird jetzt hier wieder im Stand weitergesetzt. Wow, kräftiger Low Kick. Wow, der Headkick, gefährlich, aber er rutscht aus. Oh shit. Oh shit, war das unglücklich. Ah, war das unglücklich für den. Meine Güte, das war, aber muss man ehrlich sagen, Cyrus hat da gutes Reaktionsvermögen gehabt, schnelles Auge gehabt und hat schnell darauf reagiert. Ja, schaut mal hin. Hunter kommt mit dem Headkick, rutscht allerdings am Boden ab, fällt hin und bam. Oh, der Treffer war so mies, ne? Das müssen wir nochmal kurz in Slow Motion anschauen. Er rutscht hier aus, fällt hin, Hunter, Cyrus sieht es, rennt an, verpasst sie mit der rechten einen Haken direkt an das Kinn. Und jetzt kommt etwas, was nochmal doppelt gefährlich sein kann. Und zwar Hunter kippt nach hinten. Boom!
mit dem Hinterkopf gegen die Wand geknallt. Ah, gefährlicher Spaß, ne? Das ist das, was ich halt sage. Einerseits harte Jungs, harte Kämpfe, aber die Umgebung immer sehr, sehr gefährlich halt. Und die Leute gehen halt direkt auch dazwischen und der Kampf wird da beendet. Hunter verliert den Fight durch Knockout. Ich hoffe, dem Kollegen geht das auf jeden Fall gut. Aber ich weiß, das ist viel zu kurz für eine normale Reaction. Ja, das waren ja jetzt knapp 3 Minuten Fight oder so. Deswegen schauen wir uns auf jeden Fall jetzt noch einen anderen Kampf an. Alles klar. Uff. Was für ein Riese. Okay, das könnte ein verdammt wilder Fight werden. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite den Wikinger hier, ne? Adam Wisniewski, Street Fighter aus Polen. 110 Kilogramm schwer, 1,92 Meter Körpergröße. MMA und BJJ ist sein Kampfsport-Hintergrund. Auf der anderen Seite haben wir diesen gigantischen Neandertaler. Destroy, zerstören ist sein Spitzname. Feyenoord Rotterdam Hooligan aus Niederlande, 120 Kilogramm schwer, 2 Meter Körpergröße, Disziplin ist das MMA, ich bin gespannt, das könnte ein verdammt wilder Fight werden, zwei richtig große, kräftige Jungs. Oh shit, ich bin echt gespannt, was die drauf haben, ob da auch ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur ein beeindruckendes Aussehen, eine beeindruckende Optik. Ja, das ist ein richtiger Wikinger, der andere Typ. Der andere aus Polen, ne? Der ist ein richtiger Wikinger. Schaut euch noch mal an, wie der ausschaut. Jetzt müssen die da natürlich auch aufpassen, dass dieser Bauzaun überhaupt diese Masse von den beiden aushält. Die haben ja zusammengerechnet 230 Kilogramm Körpergewicht, die sie da auf die Waage bringen. Gute Kontrolle gerade von den Polen, ja? Gegner schafft es sich jetzt hier zu befreien. Wir nennen das Ganze jetzt, ich weiß nicht, irgendwie hat der Typ so einen Neandertaler-Look. Oh, Kopfnuss kurz dazwischen gewesen. Der hat so ein markantes Gesicht, so wie die Neandertaler das früher hatten. Ja, Wikinger gegen Neandertaler nennen wir diesen Fight. Unser Wikinger jetzt mit dem Rücken am Cage versucht hier den Gegner zu kontrollieren, wird aber einfach von seiner Kraft hier ein bisschen überwältigt. Neandertaler versucht jetzt hier seine Aktionen zu bringen. Bisschen zu viel Gekuschel und Gegrapple gerade im Stand-Up für meinen Geschmack. Ich würde gerne ein paar Fäuste von diesen beiden kräftigen Typen sehen. Da haben wir schon mal so zwei Giganten. Da würde ich echt gerne sehen, wie das ausschaut, wenn die mal wirklich die Fäuste fliegen lassen. Das sieht jetzt ein bisschen genauso aus wie der erste Kampf, Cyrus gegen Hunter. Da hat er ihn auch jetzt hier so im Headlock gehabt und versucht, ihn ein bisschen die Luft rauszudrücken. Und er macht hier genau dasselbe. Ist eine gute Taktik, weil er nimmt dem Gegner Sauerstoff, ja. Sein großer Körper wird natürlich, seine Muskulatur wird natürlich viel Sauerstoff brauchen. Und wenn er jetzt schafft, diese Sauerstoffzufuhr jetzt hier ein bisschen zu verhindern, dann wird der Gegner schneller müde. Man hat schon am Gesichtsausdruck hier von dem Neandertaler gesehen, dass ihm auf jeden Fall ein bisschen Luft fehlt. Aber er nutzt hier jetzt wieder einfach nur seine Kraft und seine Masse, um den Wikinger wieder mit dem Rücken an den Cage zu stellen. Guter Rechtshaken, kurz zwischendrin. Knie vom Wikinger. Komm, bisschen mehr Action, Jungs. Neandertaler versucht, den Wikinger ein bisschen auszuhebeln. Es geht auf die andere Seite vom Cage. Schönes Inside-Knie, ja, an den Oberschenkel. Er versucht, ihn hochzuhebeln. Shit, Junge, gib dir das. Oh mein Gott. Der hebelt den 110 Kilogramm Mann einfach hoch, aber der hat da gut mitgedacht, hat sich am Cage festgehalten, dass er ihn da nicht komplett durch die Luft schleudern kann. Das kann verdammt schnell extrem gefährlich werden. Oh, Jungs, geht mal aus dem Weg, ich sehe nichts. Habt ihr das gehört? Der Wikinger, ne, der hat seinen Gegner am Hinterkopf. Schafft hier kurz Distanz. Bah, verpasst er ihm einen wilden. Eine Kopfnuss, Junge. Das hat gescheppert. Das hat wehgetan. Kurzer Thai-Clinch, bisschen Knie rein. Also,
Man kann sagen, was man will. Der polnische Wikinger ist ein wesentlich besserer Fighter als der Neandertaler. Einfach, er ist technisch, scheint er mir besser zu sein. Der andere zwingt ihm einfach nur ein bisschen seine Masse und seine Kraft auf, versucht ihn hier ein bisschen müde zu machen, aber er bringt keine schönen Aktionen. Wird hier von dem Wikinger kontrolliert in dem Clinch. Gibt ihm hier keine Distanz, damit er irgendwas machen kann. Zwischendurch kurze Aktionen, Knie zum Körper, Knie zu den Oberschenkeln. Oh, zwei gute Knie jetzt hier vom Wikinger, fällt allerdings zu Boden. Der Neandertaler schafft es. Nee, der Typ ist langweilig, schau mal. Der will nur die ganze Zeit festhalten und was ist das? Ich habe das Gefühl, der kann nicht boxen. Deswegen möchte er nicht auf der Distanz bleiben und mit den Händen kämpfen. Er möchte irgendwie im Nahkampf versuchen, seine Kraft dem anderen aufzuzwingen. Aber auch da schafft er es nicht, irgendwie was Überzeugendes zu liefern. Der Wikinger ist einfach von vorne bis hinten der bessere Fighter. Ich würde mir echt wünschen, dass sie den Kampf jetzt hier kurz unterbrechen und den Neandertaler vielleicht mal kurz abmahnen und sagen so, ey, also entweder kämpfst du jetzt hier aktiv oder der Kampf wird gestoppt, ja, weil du machst halt gar nichts. Und ich glaube, das haben die jetzt tatsächlich auch gemacht und er macht einfach genauso weiter, Mann, was soll das denn? Ey, wir wollen Kämpfe sehen, nicht die ganze Zeit umarmen. Junge, da hat man so große Erwartungen an diesen Fight gehabt, dachte sich, Mensch, ein riesiger Typ, ne, der kann, wenn der halbwegs gut kämpfen kann, könnte das schon ein kranker Fight werden, krasser Knockout könnte man hier sehen, aber der Typ enttäuscht gerade hardcore. Ja. Schöne Hände vom Wikinger, hat den Neandertaler jetzt in der Ecke, er versucht sich zu decken, kassiert hier ein, zwei Treffer, marschiert dann einfach nur wieder nach vorne, nimmt den Kopf runter und umarmt seinen Gegner, also es reicht doch jetzt langsam mal, jetzt mal ganz ehrlich, bist du da um zu kämpfen oder willst du hier ein bisschen Antidepressionskur machen und den Gegner ein bisschen umarmen? Hat er nicht genügend Umarmungen bekommen oder was den Tag vorher? Es reicht doch mal, jetzt mal ehrlich. Das ist doch kein Kampf mehr jetzt. Weißt, der Wikinger versucht wenigstens noch ein paar Aktionen zu machen, aber der 2 Meter Neandertaler, weiß ich nicht, von dem kommt fast gar nichts. Hat jetzt kurz zwischendurch einen rechten Haken reingebracht, kassiert wieder ein Knie zum Körper. Habt ihr das gehört? Irgendjemand hat im Hintergrund irgendwas mit Boxen und so gehört, das hat er gesagt. Das habe ich auf jeden Fall rausgehört und verstanden. Oh, der Neandertaler. Oh Mann, nein, es reicht doch. Ja, Mann, jetzt hat er ihn am Boden. Crown and Pound. Uff, jetzt kommen wieder die Aktionen mit dem Boden, mit dem Hinterkopf, was ich mir nicht so gut anschauen kann. Aber der Wikinger versucht, den Fight jetzt hier noch zu beenden mit dem Crown and Pound. Er versucht mit den Hammerfists noch die Treffer zu finden, aber er ist auch schon erschöpft. Ja, er musste diesen 120 Kilo Typen die ganze Zeit von sich fernhalten und ihm den Clinch kontrollieren. Ne? Das hat ordentlich an Kraft gekostet und man sieht es jetzt auch. Beide strugglen jetzt hier gerade. Aber der Wikinger hat gerade definitiv die bessere Position. Neandertaler liegt auf dem Rücken, versucht sich hier irgendwie zu verteidigen. Wikinger setzt sich auf einen Fuß auf. Jetzt hat er die Möglichkeiten gerade gehabt, richtig schöne Aktionen reinzubringen. Oh, ist das erlaubt? Ist das erlaubt? Er versucht an die Submission ranzugehen. Submittet er ihn jetzt tatsächlich oder was? Ich glaube, das wäre die erste Submission, die ich bei King of the Streets bis jetzt gesehen habe.
Aber weder der eine noch der andere haben jetzt hier einen sauberen Griff oder einen sauberen Lock. Also keiner wird den anderen hier gerade submitten. Zäher Typ aber. Muss man jetzt diesem Neandertaler auf jeden Fall lassen. Er hat einige gute Treffer im Ground and Pound kassiert und steht immer noch. C ist er auf jeden Fall. Aber ein wirklich interessanter, guter Fighter ist er nicht, muss ich behaupten. Muss ich jetzt hier ehrlich sagen, ja. Schöne Aktionen. Der Wikinger findet jetzt hier wieder seine Hände. Kurze Boxkombinationen, während der Neandertaler mit dem Rücken an dem Cage war. Der Uppercut geht daneben. Neandertaler wackelt. Ich glaube, es ist vorbei jetzt. Wikinger hat ihn jetzt. Man hört schon, wie er stöhnt. Der Neandertaler ist müde. Er versucht hier noch irgendwie Luft zu bekommen, aber er ist immer noch dabei. Er ist wirklich, wie gesagt, der Typ ist wirklich zäh. Den macht man nicht einfach so weg, ja? Ja, eigentlich denke ich, dass sie den Kampf jetzt mittlerweile abbrechen könnten. Ich glaube, das war's. Der polnische Wikinger hat den Kampf beendet. Neandertaler sitzt auf dem Boden. Oh, schau mal. Der Pole zeigt ihm jetzt hier erstmal den Mittelfinger. Wieso zeigt er ihm den Mittelfinger? Haben die vorher Beef gehabt oder was? Gleich den zweiten noch hinterher. Er geht direkt in sein Gesicht und zeigt ihm mit beiden Händen den Mittelfinger einfach. Der Gegner ist am Boden und er provoziert hier noch was. Krass. Also da muss irgendwie Beef zwischen denen sein oder irgendwas gewesen sein. Oder er ist abgefuckt darüber, dass er so einen Kampf geliefert hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Kampf vorbei und das war's schon mit dem Video, Freunde. Wenn euch das gefallen hat, drückt auf jeden Fall Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Ich weiß, viele von euch feiern King of the Streets nicht. Aber dennoch ist trotzdem eine sehr interessante Kampfveranstaltung, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns im nächsten Video oder morgen ab 19 Uhr live auf YouTube hier in unserem wöchentlichen Livestream. Bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.